zum Teil ist es ein bisschen schwierig, das so überhaupt probieren zu rationalisieren. Dass so die grossen World Powers in die sich an mehr interessieren. Es ist sehr skurril. Ich bin Aktivistin, die selber Sachen hackt, aber andererseits auch sehe ich mich auch als eine Journalistin und freischaffende Bloggerin, wo ich sowohl über meine eigenen Sachen technisch berichte oder Daten veröffentliche, die ich von anderen Personen aus der Szene zugeschickt bekomme oder von Insiderquellen oder woher auch immer. Weltweit kennt man mich hauptsächlich wegen zwei Events. Das eine war 2021 die Veröffentlichung von Daten von Verkada, eine Überwachungskamerafirma aus den USA. Der Medienrummel um die Luzernerin war groß. Die Firma Verkada. Der Zugang zu deren zentralem System mit sensiblen Daten war ungenügend geschützt. So erhielt die Öffentlichkeit Einblick in eine Auseinandersetzung in einem Spital. In eine Polizeibefragung mit Ton. In Gefängniszellen und in Autofabriken von Tesla. Das war so der grosse erste Schlag. Und am Anfang von 2023 habe ich eine Kopie von der US No-Fly-List veröffentlicht, die ich offen auf einem Server von einer Airline gefunden habe. Als Konsequenz von meiner Arbeit bin ich von den USA angeklagt worden, nachdem eine Hausdurchsuchung bei mir stattgefunden hat im Namen des FBI. Seitdem kann ich halt die Schweiz nicht verlassen. Es sind irgendwie grosse Risiken, die ich auf mich nehme, aber schlussendlich ist es halt so mit Aktivismus. Es geht irgendwie Menschen, die die grösseren Risiken auf sich nehmen können. Und ich finde gerade durch das, dass ich halt in der Schweizer Staatsbürgerschaft habe und irgendwie da bin, habe ich halt so gewisse Privilegien, die das für mich einfacher machen als für andere. Es gibt schlussendlich blödere Orte zum Festsitzen als irgendwie die Schweiz. Das Thema, das mich vor allem so interessiert und ich mich so am meisten noch Stories danach sind, sind halt eben so Massenüberwachung, auch eine kleinere Überwachung, gerade so Stalker werden, das Thema ist, das mir mega am Herzen liegt. Halt gerade vor allem so Trans-Themen und Queer-Themen, die ich auch wichtig finde, dort dazu können, Sachen aufzudecken. Halt allgemein halt so alles, was gross und stark ist und so. Aber grundsätzlich arbeite ich relativ breit und wenn jemand zu mir kommt mit Daten oder wenn ich Daten finde und ich finde, hey, das ist interessant, da muss darüber geredet werden, dann kann das auch ein komplett anderes Thema sein und ich nehme es mir gleich ab. Vieles von dem, was ich mache, sind technisch gar nicht so schwierig. Für No-Fly-List-Tag zum Beispiel habe ich wirklich nur einen Webbrowser gebraucht. Ich habe nur Firefox verwendet und habe US-Staatsgeheimnis veröffentlicht. So, was man so braucht, ist halt so bisschen, dass mit dem Risiken können umgehen können, auch mental. Und das ist halt so die Paranoia, die einem im Haus behaltet. Das ist halt irgendwie auch so ein bisschen der menschliche Reflex, wo wenn man sich irgendwie nicht wirklich sicher fühlt, so von, hey, ich bleibe einfach in diesem Space und ich möchte mich noch so am ehesten ein bisschen wohlfühlen. Auch wenn das wahrscheinlich aktuell nicht ein Riesenrisiko ist, ist es gleich immer so etwas, was so ein bisschen im Hinterkopf ist, so von, hey, wie lange bin ich irgendwie noch wirklich frei? Langsam geht es mir, gerade was das angeht, wieder besser, aber ich habe das lange mega schwierig gefunden, also damit so ein längere Commitments einzugehen. Es ist bald so alles vorbei. Ich glaube, meine Freundin hat mir vor allem so geholfen, so wieder etwas zu haben und mich rausgeholt hat. Und auch so viele so an Konzerte gehen und so. Und eben so die Sachen, die mich glaub, irgendwie doch so am Leben erhalten. Voll. Ich bin der Maya gefolgt und irgendwann hat sie dann gesehen, dass ich oft interagiere und hat dann auch meinen Account angeschaut. Und dann deine Musik gelassen und dann haben wir auch online geschrieben. Sehr romantisch, moderne Romantik. Teilweise versuche ich, so ein bisschen auch der Maya zu zeigen, dass es vielleicht ein bisschen auf sich aufpassen sollte. Aber ich meine, ich verstehe ja schon, dass es halt ein bisschen scary sein kann für Personen um mich herum.
Jetzt sind wir gerade am DJ auflegen lernen. Wir gehen oft aus oder es ist einfach ein Tag, wo wir alleine daheim sind. Und dann schauen ein bisschen oder so. Sieht das jetzt auf YouTube oder irgendwie einen Film oder so. Oder irgendwelche ungesicherten Webcams zu finden und herausfinden, wo sie sind. Das ist ein Hobby.